Wir sollten noch ein weiteres Beispiel machen, das sich mit der Geschwindigkeit, dem Weg und der Zeit auseinandersetzt. Schauen wir nochmal. Marcia bewegt sich für eine Minute mit 5 Metern pro Sekunde nach Süden. Wie weit hat sie sich bewegt? Also, wir fangen wieder damit an und schauen erstmal, was uns gegeben ist. Wir wissen, dass sie sich eine Minute bewegt hat. Und wir wissen auch, dass sie das mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde gemacht hat, und zwar nach Süden. Aufgepasst, das ist eine vektorielle Angabe. Wir haben einen Wert und wir haben eine Richtung. So, wie weit hat sie sich bewegt? Am besten schauen wir erstmal, was wir generell über die Geschwindigkeit wissen. Wir wissen, dass v, Pfeil, weil es ein Vektor ist, die Geschwindigkeit ist gleich, ja, andere Farbe, ist gleich der Weg geteilt durch die Zeit. Anders gesagt, wenn man sagen will, wie schnell sich etwas bewegt, muss man wissen, oder sagt man im Endeffekt nur, wie weit er sich in einer bestimmten Zeit bewegt hat. So, also wenn wir jetzt mit dieser Formel noch ein bisschen rumspielen und einfach mal beide Seiten mit t multiplizieren, dann kürzt sich das t hier raus. Und ich tausche jetzt mal beide Seiten, also ich schreibe das, was auf der rechten Seite jetzt steht, nach links. Und das, was hier auf der linken Seite steht, schreibe ich gleich auf die rechte Seite der Gleichung. Dann bekommen wir nämlich folgende Gleichung. Der Weg, aufgepasst, ist auch eine vektorielle Angabe, ist gleich. Welche Farbe war es? Da. Violett war es. Ist gleich die Geschwindigkeit mal die Zeit, die er dafür gebraucht hat. So, in dem Fall ist es eine Sie, Marcia, sehe ich gerade. Also, jetzt können wir gucken, was wir davon schon alles wissen. Wir wissen, dass das hier 5 Meter pro Sekunde sind. 5 Meter pro Sekunde. Nach Süden, das lasse ich jetzt mal weg, nur damit das hier alles ein bisschen kürzer ist. Und wir wissen, dass die Zeit eine Minute ist. So, und dann können wir ja schon anfangen einzusetzen. Wir haben also der Weg, ein kleines s, ist gleich 5 Meter pro Sekunde nach Süden. Nach Süden. Mal eine Minute. Kleines Min ist Abkürzung für Minute in der Physik. So, leider können wir das so noch nicht ausrechnen, weil wenn wir jetzt 5 Meter pro Sekunde mal eine Minute rechnen, haben wir zwei verschiedene Zeiteinheiten und würden da wahrscheinlich irgendeinen verrückten Wert rauskriegen. Also müssen wir eine der beiden Angaben noch umrechnen und es ist wahrscheinlich wesentlich leichter, wenn wir einfach die Minuten hier umrechnen. Also gucken wir nochmal, wir müssen wissen, welche Farbe nehmen wir, was haben wir noch nicht? Rot, rot ist schön. Wir müssen wieder mal wissen, wenn wir die Einheit umrechnen wollen, Minute wollen wir ja rauskürzen. Also, Minute steht ja hier im Zähler, wenn man sich hier ein Eintel denkt. Also machen wir Minute in den Nenner und wir wollen Sekunden haben, damit wir hier und da auch Sekunden haben. Also, wie viele Sekunden hat eine Minute? Das wissen wir, das sind 60. Also kürze ich jetzt Minute mit Minute. Und hier unten kürze ich dann Sekunde mit Sekunde. Und dass das alles Sinn macht, sehen wir gleich. Weil wir jetzt nämlich sehen, dass wir übrig bleiben mit 5 mal, welche Farbe hatten wir? Rot, 5 mal 60. Und an Einheiten bleibt uns ja insgesamt nur noch Meter übrig. Meter nach Süden. Meter nach Süden. Und das macht dann insgesamt, ich schreibe es mal nochmal komplett aus, S, das hatten wir hier oben schon, ist gleich 5 mal 60 sind 300. 300 Meter nach Süden. Nach Süden. Ja, und das war es auch schon. Noch doppelt unterstreichen, damit es auch die richtige Form hat. So, so viel dazu.